einem neuen Video von mir hier auf meinem Stretching Flow Kanal. Ich bin Corinna und ich habe heute eine kleine Yoga-Einheit vorbereitet zu dem Thema Countdown. In unserem Alltag haben wir immer wieder Momente, wo wir von einem Termin zum anderen Termin rennen und wir wissen manchmal gar nicht mehr, wo unser Kopf steht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich immer mal wieder ein bisschen aus diesem schnellen Alltag zurückzunehmen, sich diesen Stress vielleicht nicht mehr selber zu machen und einfach hier in einer kleinen Yoga-Einheit sich zurückzunehmen und sich die Pause und Ruhe zu gönnen, damit wir einfach auch wieder mehr runterkommen. Wenn du Yoga-Anfänger bist, mach dir keinen Druck oder Stress. Ich erkläre die Übung so, dass es für dich einfach ist. Merk dir einfach, beim Yoga geht es darum, dass du dich wohlfühlst in deiner Zeit, in deinem Tempo, wie du das für dich machen kannst. Alles kann, nichts muss. Führ die Übung, die ich jetzt mache, so aus, dass es für dich angenehm ist und es sich für dich einfach richtig anfühlt. Ich habe ein Sitzkissen und zwei Blöcke. Wenn du keine Blöcke hast, dann nimm einfach ein richtig dickes Kissen für die Anfangsmeditation und dann würde ich sagen, legen wir zusammen los. Komme in eine bequeme Sitzposition. Gerne kannst du dich auf einen Block oder ein Sitzkissen setzen, damit dein Becken einfach mehr nach vorne kippen kann. Komm in eine aufrechte Sitzposition und dann schließe deine Augen. Lege deine Hände auf deine Knie. Atme tief durch die Nase ein und aus und spüre, wie du dich mit jedem Atemzug entspannst. Beginne deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper zu lenken. Spüre, wie dein Körper auf der Yogamatte ruht. Lass alle Anspannungen los und erlaube deinem Körper, schwerer und entspannter zu werden. Gerne kannst du auch deine Hände auf deinen Bauch legen, um die Atmung mehr für dich zu spüren. Mit der Einatmung hebt sich der Bauch und mit der Ausatmung senkt sich dein Bauch. Atme tief durch die Nase ein, fülle deine Lungen vollständig und atme langsam durch den Mund aus. Lass alle Gedanken los und richte deine Aufmerksamkeit ganz auf deine Atmung. Jeder Atemzug bringt Ruhe und Entspannung in deinen Körper. Stell dir vor, wie sich mit jedem Atemzug eine warme und beruhigende Energie in deinen Körper ausbreitet. Diese Energie fließt durch jeden Muskel, jede Zelle und jeden Teil deines Körpers und entspannt ihn zutiefst. Lass uns jetzt unsere Aufmerksamkeit auf unsere Gedanken lenken. Es ist normal, dass Gedanken auftauchen. Wenn Gedanken in deinen Geist treten, lass sie einfach kommen und gehen, ohne an ihnen festzuhalten. Du bist der Beobachter deiner Gedanken, nicht deine Gedanken selbst.
spüre, wie sich dein Geist mit jeder Minute ruhiger und klarer wird. Du befindest dich in einem Ort der Ruhe und des Friedens. Jetzt richte deine Aufmerksamkeit auf deine Sinne. Spüre die angenehme Wärme deines Körpers. Höre die Geräusche um dich herum. Sei es der Klang deiner eigenen Atmung oder die Stille der Umgebung. Fühle die Oberfläche, auf der du sitzt, und spüre ihre Textur. Dein Körper, dein Geist und deine Sinne sind jetzt im Einklang und in einem Zustand der tiefen Entspannung. Lass uns gemeinsam 3 tiefe Atemzüge nehmen. Atme tief durch die Nase ein und aus. Nochmal tief ein. Fülle deine Lungen mit frischer Energie. Und atme Spannungen aus. Ein letztes Mal für dich. Tief ein. Und wieder aus. Bring deine Hände gerne vor dein Herz. Lass den Kopf leicht nach unten fallen. Kinn zur Brust. Lass die Zunge ganz locker, den Gaumen, dein Kiefer. Du bist jetzt vollständig entspannt und bereit für deine Yoga-Praxis. Du hast einen wundervollen Anfang gemacht, um dich auf deine Yogastunde vorzubereiten. Oft baut sich Stress aber auch auf den Körper aus, obwohl wir es gar nicht merken. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf dein Gesicht und stelle dir vor, wie sich alle Spannungen und Sorgen des Tages in deinem Gesicht ablagern, deine Stirn, deine Wangen, dein Kiefer, alles wird von diesen Lasten befreit. Lass langsam deine Finger zu deiner Stirn wandern und massiere deine Stirn. Beginne mit kreisenden Bewegungen. Spüre, wie die Wärme deiner eigenen Hände jede Anspannung in deiner Stirn schmilzen lässt. Massiere sanft deine Schläfen. Fühle, wie sich die Muskeln entspannen. Und wie jede Berührung deine Haut belebt. Atme tief durch und spüre, wie mit jedem Atemzug ein Gefühl der Leichtigkeit in dein Gesicht und deinen Körper strömt. Bring deine Arme über die Seite nach oben. Atme ein. Bring deine Hände an den Kopf. Und beim Ausatmen machst du dich richtig rund und kippst nach vorn.
Einatmen, du öffnest dich und deinen Brustkorb und schaust nach oben. Ausatmen, mach dich klein und rund. Einatmen, streck dich. Lass die Luft richtig in den Brustkörper strömen. Dein Gesicht strahlt jetzt vor innerer Gelassenheit und Frieden. Du kannst auch langsam hier die Arme zur Seite bringen. Und dann umarm dich selber, mach dich rund. Ausatmen, bring die Arme nach hinten. Einatmen, umarm dich selber, mach dich rund. Ausatmen, öffne dich. Mach das in deinem Rhythmus, was für dich sich gut anfühlt. Halte die Position vielleicht auch ein bisschen länger. Greif deine Schulterblätter. Heb die Ellbogen ein bisschen an, um hier noch mehr in die Dehnung zu kommen und nochmal tief ein- und auszuatmen. Und dann bring deine Arme nach vorne, Ellbogen zusammen. Schulter aufrotieren, mach die Wirbelsäule lang, richte dich selber auf. Einatmen, Arme leicht hochnehmen. Ausatmen, wieder leicht tief. Und dann bring die Arme nochmal über die Seite nach oben. Einatmen, ausatmen, twiste dich zur Seite. Schau, dass du die Wirbelsäule trotzdem nach oben richtest. Und je mehr du dich nach oben richtest, desto mehr kannst du auch dich noch nach hinten zur Seite twisten. Dann atme wieder ein, Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, wechsel die Seite. Richte dich auf, atme hier tief ein und bei der Ausatmung probierst du noch ein Stückchen mehr nach hinten dich in die Länge zu twisten. Komm wieder zurück, atme tief ein, Arme über die Seite nach oben, ausatmen, Ellbogen wieder zusammenbringen, einatmen, hoch öffnen, ausatmen, tief, einatmen, hoch, streck dich in die Länge, ausatmen, wieder tief. Dann löse langsam deine Arme, greif hinter deinem Rücken deine Ellbogen von der Seite, rotier die Schultern auf, mach dich hier noch ein bisschen lang und auch hier wieder rund nach vorne, aufrotieren nach hinten und klein und rund, einatmen vorne, ausatmen nach hinten. Und dann löse langsam einen Arm, lass den anderen hinter dem Rücken, greif nach oben zu deiner Schläfe, zu deinem Nacken und zieh den Nacken und die Schulter noch hier schön auseinander. Schau, dass du trotzdem aufrecht sitzen kannst und atme hier für dich einfach 2 tiefe Atemzüge ein und aus. Und dann wechsel die Seite und zieh auch hier schön den Nacken in die Länge. Einatmen, ausatmen, nochmal ein und wieder aus. Dann greif wieder deine Hände hinter den Rücken, rotier die Schulter auf und zieh die Arme in die Länge. Wenn du möchtest, bring die Arme noch ein bisschen nach oben. Richte dich auf.
dann löse deine Hände und komm von deinem Bolster oder Sitzkissen runter und komm in einen Vierfüßler. Du kannst deine Blöcke gerne schon am Anfang deiner Matte hinlegen, dass für dich die Yoga-Praxis, solltest du Blöcke brauchen, leichter wird. Und dann komm hier in eine Vierfüßlerposition. Öffne die Knie und streck dich hier in die Länge, in die Kindeshaltung. Schau, dass dein Gesäß tief nach unten kommt und du auch hier nochmal entspannt für dich atmen kannst. Einatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund. Nimm dir diesen Moment, um dich in dieser wunderbaren Entspannung zu wiegen. Spüre die innere Ruhe und Gelassenheit. Und dann roll dich langsam nach oben in den Vierfüßler. Und komm in Katze Kuh. Mach dich rund und komm nach hinten und dann roll dich wieder nach oben und drück die Wirbelsäule tief nach unten durch. Mach dich rund, schieb dein Becken nach hinten, mach dich lang und dann roll dich wieder vor und bring dein Becken tief nach unten. Spür hier jeden Wirbel für dich in deinem Rhythmus mit deiner Atmung. Tief nach hinten ausatmen. Einatmen, roll dich hoch. Ausatmen, drück dich wieder weg. Einatmen, roll dich hoch, nach hinten ausatmen. Bleib hier kurz für dich. Und dann roll dich wieder nach oben, schieb den linken Arm nach vorne und tauch mit dem rechten Arm durch dich und deinen Arm durch und leg deinen Kopf seitlich auf die Matte ab, wenn du möchtest. Schließ deine Augen und atme hier nochmal 2, 3 tiefe Atemzüge für dich ein und wieder aus. Spüre hier den Twist. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne bei deinem gestreckten Arm vorne die Fingerkuppen aufstellen, um noch tiefer in die Dehnung reintauchen zu können. Und dann komm langsam wieder zurück, zieh deinen vorderen Arm nach vorne aufgestellt, den durchgetauchten Arm rotierst du einmal über oben nach hinten, schiebst ihn in die Länge nach vorne und lässt den linken Arm durch deinen rechten Arm durchtauchen. Auch hier kannst du gerne die Fingerkuppeln beim rechten Arm aufstellen. Lass alle Gedanken los und atme hier in deinem Tempo, in deinem Moment. Dann komm langsam wieder raus, rotiere den linken Arm einmal rum und schieb dich wieder in die Kindeshaltung nach hinten. Roll dich nach oben, stell deine Füße aus, schieb dein Becken, dein Gesäß nach hinten. Und komm mit deinem linken Fuß nach vorne. Hier kannst du gerne im High Lunge deine Blöcke greifen. Leg dein hinteres Bein ab.
Deine Hände können gerne auf Blöcke abgestellt sein. Und dann schau, dass du den Rücken in die Länge aufrichten kannst. Bring dein Becken und dein Gesäß nach unten. Und dann stütze dich langsam auf dein vorderes Bein ab. Komm mit deinem Oberkörper nach oben. Bilde eine Linie mit deinem Standbein vorne. Bring deine Arme nach oben. Mach dich lang. Atme hier noch einmal tief ein und wieder aus. Und lass das Gewicht nach unten einfach fallen. Und komm tiefer mit deinem Gesäß, deinem Becken nach unten. Bei jeder Atmung fällt sich alles ein bisschen leichter an. Atme ein und beim Ausatmen bring deinen rechten Arm in die Länge auf die linke Seite und twiste dich hier seitlich weg. Atme noch einmal tief in deine Flanken. Und dann komm mit dem Arm wieder zurück. Stütz dich gerne auf den Blöcken auf. Und twiste dich hier noch zur Seite, nimm den linken Arm nach oben und schau ihm nach. Öffne dich, mach dich lang. Genieße hier für dich die Länge, die du dir selber schaffst. Und dann bring deine Hände wieder auf die Blöcke und schieb dein Gewicht nach hinten. Und bring den Oberkörper tief zu deinem vorderen gestreckten Bein. Bring die Füße beide nach hinten zurück. Roll dich hoch. Wieder nach hinten tief in deine Kindeshaltung. Das Ganze auf die andere Seite. Setz deine Füße auf, komm in den herabschauenden Hund. Und dann bring dein rechtes Bein nach vorne. Dein linkes Bein langsam tief ablegen. Stütz dich auf deinen vorderen Oberschenkel ab, atme ein, ausatmen, Arme nach oben, richte dich auf, mach dich lang, rotiere deine Schultern auf, lass die Schultern vom Nacken tief absinken. Ich spüre hier mit jeder Atmung, dass du tiefer kommst und dann atme ein, nimm den linken Arm nach oben. Ausatmen, twiste dich noch auf die rechte Seite rüber. Schaff dir hier wieder Länge und füll deine Lungen. Komm wieder tief, greif deinen Block. Und dann öffne dich zur Seite, schieb den rechten Arm in die Länge. Halte die Position. Und dann bring den Arm wieder zurück, schieb dein vorderes Bein nach hinten, streck es lang und komm mit dem Oberkörper tief nach unten. Bring dein Bein zurück in den Vierfüßler. Roll dich nach oben und schieb dein Gewicht nach hinten zurück in die Kindeshaltung. Atme hier 2, 3 tiefe Atemzüge und genieß den Moment des Nichtstuns und der Gelassenheit. Roll dich langsam nach oben vorne in eine Kobra. Rotiere die Schulter nach hinten auf, komm langsam tief über die Seite und dann zieh deine Knie noch zur Brust ran, umschließe deine Beine. Geh ein bisschen nach rechts und links mit deinem Becken. Und dann darfst du selber entscheiden, was sich für dich richtig anfühlt. Greife deine Füße von außen oder von innen.
bring die Knie neben deinen Körper, lass dein Becken, dein Gesäß tief nach unten zur Matte sinken und halte hier die Position. Atme bewusst noch einmal für dich tief ein und aus. Schließ gerne deine Augen und genieße diesen Moment, dass das Gewicht in die Matte sinkt. Und dann löse langsam deine Hände von deinen Füßen, lass deine Beine nach unten sinken, stell sie langsam auf der Matte ab und dann schieb deine Beine bewusst in die Länge, öffne sie, lass alles einfach von dir wegfallen und komm hier in deine Endentspannung, in deine Shavasana. Und genieße für dich noch einen Moment der Stille, der Gelassenheit, der Ruhe und den Frieden für dich. Und dann komm langsam wieder zurück ins Hier und Jetzt, stell deine Füße auf, lass deine Knie noch ein bisschen nach rechts und links kippen und dann greif ein Knie und richte dich langsam wieder in eine Schneidersitzposition auf. Genieße den Moment und atme noch einmal tief ein mit den Armen über die Seite nach oben, Hände vor dein Herz. Bedanke dich bei dir selber, dass du dir gerade Zeit geschenkt hast der Selbstfürsorge. Und dann bedanke ich mich bei dir. Namaste, ihr Lieben. Ich freue mich über ein Like, über ein Abo von dir und bis zum nächsten Video. Bis dann, ihr Lieben.